Im letzten Sommer sind wir in unser neues und größeres YouTube-Studio umgezogen. Mit dabei ist zum Beispiel Rudi. Der hat jetzt sein eigenes Zimmer, wo er täglich an seinen VFX-Projekten arbeitet. Und selbst wenn ihr ihn noch nicht kennt, dann habt ihr mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit schon einige seiner Arbeiten gesehen, denn er hat nicht nur für Videos auf meinem Kanal Konzept-Renderings von Apple-Produkten erstellt, sondern auch alle Animationen in der Nordcup-Doku erstellt. Seine Workstation ist ein selbst zusammengebauter Windows-PC mit der aktuellen Hardware. Ohne direkt am Anfang zu sehr ins Detail gehen zu wollen, aber in diesem Computer ist ein Intel Core i9 13900K verbaut und zwei Nvidia RTX 4090 Grafikkarten. Diese Workstation schreit nur so nach VFX und Geschwindigkeit und zerfetzt alles andere in dem Bereich wirklich gnadenlos in der Luft. Und trotzdem nutzt Rudi für seine kreative Arbeit neben diesem Monster noch einen MacBook Pro. Zweifelsohne, das ist aktuell einer der besten und wenn nicht sogar der beste Laptop, den man für Geld kaufen kann, aber selbst der neue M2 Max Chip kann im Vergleich zur Workstation nur wenig ausrichten. In diesem Video soll es aber darum gehen, wie Rudi das MacBook Pro bei sich in den Workflow integriert hat und so trotzdem von der Power des Apple Chips profitieren kann. Los geht's nach dem Intro, viel Spaß! So, wir sind jetzt hier bei Rudi im Zimmer. Und ey, wie verrückt sieht's bitte aus mit den drei OLED-TVs? Fast immer brauche ich das zum Arbeiten. Wir sind aber nicht zum Spielen da, sondern wegen diesem schicken MacBook. Da ist ein M2 Max drin mit 12 CPU-Kernen und 38 GPU-Kernen. Und vor allem auch 96 GB geteilter Arbeitsspeicher. Mehr geht nicht. Das ist das stärkste MacBook, das Apple gerade verkauft. Punkt. Wir haben also mega Bock, dieses MacBook ausführlich zu testen und besonders Rudi will wissen, wie gut er damit arbeiten kann. Denn im VFX-Bereich setzt eigentlich jeder auf eine Windows-Workstation. Allerdings hat Rudi mit dem Release der Apple Silicon Chips schon angefangen, einen Mac bei sich im Workflow zu integrieren. Der Mac Studio, der ist einfach in einem ganz bestimmten Punkt viel schneller als meine bisherigen Workstations. Und das ist Compositing, also After Effects. Das ganze System fühlt sich viel schneller an. Und vor allem hat der dazu geführt, dass After Effects sich von einem manchmal unter Windows einem kleinen Albtraum entwickelt hat, zurück zu echter Freude mit diesem Programm zu arbeiten. Diverse Errors und Fehler und Co. können auch mal unter macOS auftauchen, aber hier sind die weniger und das ganze System fühlt sich wirklich snappy an, weil es ist halt Unified Memory. Alle möglichen Programme können sich nehmen, was sie wollen. Aber Blender, wie sieht's damit aus? Ja, lass es uns doch testen. Dann schauen wir mal, wie schnell das neue MacBook in Blender ist. Also, hattest du das Fenster gerade im Hintergrund offen oder hast du gerade Blender gestartet? Nee, ich habe Blender gestartet und das Projekt neu geöffnet. Der M2 Max öffnet das Projekt rasend schnell. Das ist auch ein Punkt, der mich immer wieder beeindruckt. Du öffnest After Effects und es ist klick offen. Verrückt ist aber, dass bei Windows-Laptops üblich ist, dass sie nur am Netzteil wirklich die volle Leistung haben und sobald sie im Akkubetrieb sind, dann werden sie extrem stark gedrosselt, wohingegen das MacBook in jeder Situation die volle Leistung bereitstellen kann. Auch so ein Punkt, wo mich das MacBook immer wieder beeindruckt hat, als ich es getestet habe, ist die Playback-Geschwindigkeit von wirklich massiven Szenen. Wir haben hier einfach 11 Millionen Polygone und ich kann hier durch das Projekt scrubben, also das stört das MacBook halt überhaupt nicht. Und das beeindruckt mich auch in After Effects. Das geht meistens unter Windows einfach nicht. Die Tatsache, dass Apple Silicon alles in einem Paket hat, CPU, GPU und RAM, das sind super kurze Wege, wie alle Komponenten miteinander kommunizieren. Und ich glaube, da sind die Latenzen deutlich wichtiger als die rohe Performance. Wenn hier die Daten einmal in der Grafikkarte angekommen sind, dann mag die vielleicht schneller sein. Aber wenn die GPU und die CPU über diese langen Wege ständig miteinander kommunizieren müssen, dann braucht das eben Zeit. Als Render-Test haben wir uns noch eine andere Szene aus der Nordcup-Doku heute mal ausgesucht. Und zwar ist das die Tesla-Szene, wo die ganzen Kameras erklärt werden. Let's go, ich bin gespannt. Die rendern wir doch jetzt einfach mal, okay? Aber das, was jetzt vor dem Rendering passiert, das ging sehr, sehr schnell. Das ist die ganze Preload-Time, also die ganzen Texturen und Shader und Licht. Berechnungen teilweise auch müssen vorher in die GPU geladen werden und es dauert manchmal sehr lang, vor allem mit sehr hochauflösenden Texturen. Da ist Apple Silicon auch
von Vorteil. Das lädt schneller. Jetzt sind wir gelandet bei 54 Sekunden für den Frame. Okay. Das ist schon ein ziemlich stabiler Wert, muss ich sagen. Was schätzt du, was bekommt deine Workstation im Vergleich hin? Ich schätze nicht. Ich teste direkt. 11 Sekunden. Auch wenn es mich jetzt nicht überrascht hat, dass die Workstation schneller war als das MacBook, so war es trotzdem beeindruckend zu sehen, wie groß der Unterschied dann doch ist und was man mit wirklich guter Hardware an Zeiten rausbekommen kann. Was man dabei aber nicht vergessen darf, ist, dass die Workstation dafür mehr als das 10-fache an Strom benötigt. Diese Workstation hat ein 1650 Watt Netzteil, braucht unglaublich viel Platz für fette Lüfter und für eine ordentliche Wasserkühlung vom Prozessor. Und dann steht daneben dieses MacBook hier mit einem eleganten Gehäuse aus Aluminium, was super dünn ist, was man mitnehmen kann, wo kaum Hitzeentwicklung stattfindet und wo auch der Lüfter nur im Notfall hörbar wird. Und wenn man das bedenkt, finde ich es doch sehr beeindruckend, wie gut sich dieses MacBook im Vergleich geschlagen hat. Dass die Workstation das jetzt so schnell hinbekommen hat, 5-mal schneller, ist schon cool. Die Frage ist halt, wenn ich das mitnehmen will. Ist das dann bei jedem Computer? Ja, lass ausprobieren. Zum Test hat Rudi noch ein Lenovo Legion 5 Pro mit RTX 3060 und AMD 5600X da, womit wir direkt mal einen Vergleich gemacht haben. Oh. 31 Sekunden. Ansage! Das ist schon nochmal deutlich schneller. Ja, es gibt Laptops, die nicht von Apple sind und trotzdem verdammt schnell sind, sofern sie am Strom hängen. Und dieses fette 300 Watt Netzteil ist das perfekte Beispiel dafür. Doch was passiert, wenn man den gleichen Test nochmal durchführt, nur im Akkubetrieb? Felix hat genau die richtige Frage gestellt. Wollen wir den mal abstecken? Das dauert jetzt aber länger als eben, ne? Das dauert deutlich länger. 56 Sekunden. Aber auch nicht so viel langsamer als das MacBook, ne? Ohne Stromkabel ist das Ding langsamer als ein MacBook geworden. Zwar nur minimal, aber trotzdem stellt sich dann noch immer die Frage, welches Gerät mit dem Akku länger auskommt. Okay, Leute, der große After Effects Boot-Test. Wie schnell können wir dieses Programm starten? Auf unterschiedlichsten Computern in 3, 2, 1, los. Ich habe daneben geklickt. 3, 2, 1, los. Ach so. Ja, und der Laptop, was macht der? Was der Windows-Rechner hier, der Laptop gerade veranstaltet, das frage ich mich. Der ist im Akkubetrieb und da wird die CPU ziemlich gedrosselt. Ah, okay. Würde es jetzt schneller gehen mit Netzteil dran? Let's go. Und After Effects ist offen. Mit Netzteil. Okay. Oha. Mit Netzteil hat es länger gebraucht. Also alleine Programm starten ist halt heftig, ne? Dann war es aber Zeit, mal in After Effects auf Rendern zu drücken. Edit Purge Memory, damit auch alle Systeme frei von irgendwelchen vorgerenderten Sachen sind. After Effects selbst ist vor allem CPU-heavy, aber so ein paar Effekte, gerade die RedGiant-Plugins, die ich benutze, die sind sehr gut GPU-optimiert. Aber die CPU hat gut zu tun, also... Die läuft auf Anschlag, ja? Die läuft auf Anschlag, ja. Also jetzt nach 4 Minuten hört man ihn. Und er wird auch ein bisschen warm, aber das darf er auch. Da After Effects sich ja hier so viel RAM gönnt, wie es nur irgendwie kriegen kann, sehen wir jetzt beim Mac Studio schon 100 GB an RAM, der schluckt. Aber beim MacBook sehen wir nur 52%. Du hast ja nur gute 50 GB RAM sind, die da benutzt werden. Zu wenig RAM kann After Effects halt enorm ausbremsen. Deswegen ist es so richtig toll, dass hier 96 GB jetzt überhaupt möglich sind. Mac Studio ist dann 9 Minuten 48 Sekunden. Und wo sind wir beim MacBook? Der M2 Max hat 13 Minuten und 45 Sekunden gebraucht. Das ist langsamer als der Mac Studio, aber wir reden hier immerhin von einem Laptop, den man unterwegs benutzen kann. Vielmehr hat mich aber erstaunt, dass von Rudi die neue Workstation mit der aktuellsten Hardware 10 Minuten und 26 Sekunden in After Effects gebraucht hat und somit ebenfalls langsamer als der Mac Studio war. Ich denke, das zeigt deutlich, dass eine gute Softwareoptimierung manchmal auch Wunder bewirken kann. Die zweite 4090 bringt dem System hier in dem Fall auch überhaupt nichts, weil auch hier relativ wenig GPU optimiert ist. Also profitiert jetzt hier gerade nur der Stromanbieter. Aber es kommt auch da... Die
Die Aussage war zwar fies, zeigt aber in einem Punkt ganz klar, warum die neuen MacBooks für Rudi so spannend sind. Denn um das MacBook zu schlagen, wird viel mehr Strom benötigt. Und das macht sich nicht nur auf der Stromrechnung bemerkbar, sondern auch bei der Akkulaufzeit unterwegs. Viele von euch werden es bestimmt mitbekommen haben, aber Ende 2022 haben wir die zweistündige Nordkap-Doku als einmalige Premiere im Kino gezeigt. Das war ein unglaubliches Gefühl, einfach die Doku auf einer richtigen Leinwand zu sehen, hat uns aber gleichzeitig auch vor technische Herausforderungen gestellt. Man kann nämlich nicht einfach mit einer MP4-Datei ins Kino gehen und den Projektor anschmeißen. Nein, diese Projektoren, die brauchen ein extra Dateiformat, das nennt sich DCP. Und ich sag mal so, das Konvertieren in eine DCP-Datei, das dauert ultra lange. Und so wie es bei großen Projekten ist, haben wir bis zur letzten Minute an dem Projekt gearbeitet und standen, sage ich mal, unter Zeitdruck. Auf dem M1 Max MacBook Pro hätte die Konvertierung rund 9 Stunden gedauert. Der Mac Studio mit M1 Ultra hat es letztendlich in ca. 5 Stunden geschafft und war für uns die Rettung, dass wir dieses Projekt noch rechtzeitig fertig bekommen haben. Einziges Problem an der Sache, wir mussten den Mac Studio inklusive Studio-Display, Trackpad und Tastatur einpacken, ins Hotel mitnehmen und über Nacht die DCP-Datei konvertieren. Das neue MacBook Pro wäre zwar langsamer als der Mac Studio gewesen, für unseren Einsatzzweck aber trotzdem schnell genug. Bedeutet, wir hätten den Mac Studio mit allem nötigen Zubehör entspannt zu Hause lassen können und nur das MacBook in den Rucksack gesteckt. Wir haben jetzt alle möglichen Tests mit dem MacBook gemacht, so haben festgestellt, das ist schon schnell, aber halt auch nicht in jedem Punkt so schnell, dass man direkt die Workstation rauswerfen würde dafür. Das MacBook muss die Workstation auch gar nicht ersetzen. Es ist ja für einen mobilen Einsatz gedacht. Und da ist es einfach so großartig, dass ich jetzt Dinge machen kann, die ich unterwegs vorher einfach gar nicht machen konnte. Oder auch mal entspannt von zu Hause arbeiten konnte und in Zukunft können werde, was so vorher einfach ein bisschen schwierig war. Ich habe das ja schon am Rande so ein bisschen mitbekommen, jetzt wo wir hier zusammenarbeiten, dass du nicht immer nur hier bist, sondern auch mal unterwegs bist, beim Kunden oder auf dem Dreh. Hattest du deinen Laptop immer mit dabei oder wie hast du das gemacht? Ja, ich hatte schon meistens Notebooks mit dabei beim Dreh, gerade beim Greenscreen-Dreh, um auch das Bildmaterial direkt vor Ort checken zu können, was sehr wichtig ist, denn es können da immer kleine Probleme auftreten, sage ich mal, dass ein Licht nicht korrekt gesetzt ist, dass Tracking-Marker verdeckt sind, die man vielleicht auf dem kleinen Kamerascreen erstmal nicht gesehen hat. Im Greenscreen dreht man halt sehr häufig mit sehr hoher Auflösung, also in 8K mit 50 Bildern pro Sekunde oder wir haben auch schon in 12K auf der Blackmagic Ursa gedreht. Weil man da einfach noch sauberere Kanten und ein besseres Ergebnis am Ende erzielen kann. Das in einem Schnittprogramm dann auch in voller Auflösung sich anschauen zu können und zu checken, das war vorher, zumindest auf meinen Notebooks, tatsächlich relativ schwierig. Das war dann ab und zu auch mal rendern. Und das hat zwar Leistung, aber halt nur mit Steckdose. Richtig, ja. Und gerade wenn man an verrückteren Orten dreht, oder auch mal einen Outdoor-Dreh hat. Aber das Notebook braucht deinen eigenen kleinen Generator, um zu funktionieren. Ja, und da bist du mit der Akkulaufzeit und der Performance halt wirklich so gut bedient, dass man eigentlich alles machen kann. Und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass man direkt beim Kunden, manchmal auch unterwegs, direkt Designfragen absprechen muss. Seien das nur Farbkonzepte, gewisse Animationen. Und dass direkt live vor Ort auch alle Blender-Projekte auf dem MacBook laufen, das ist schon wirklich hilfreich. Das ist auch ein Punkt, wo man mit vielen Windows-Notebooks, beziehungsweise mit meinem hatte ich die Limitation, so weit eingeschränkt ist, dass ja gewisse Projekte einfach gar nicht transferierbar sind. Wie muss ich mir das dann vorstellen? Stehst du dann beim Kunden, wenn du nur deinen Laptop dabei hast, weil die Workstation nimmst du ja nicht mit, und sagst du dem dann so, nee, ich habe nicht genug Leistung, so ich kann jetzt das Projekt, an dem wir arbeiten, überhaupt nicht zeigen? In der Vergangenheit habe ich das schon oft so gelöst, dass ich dann per Fernzugriff auf meiner Workstation dann unterwegs gearbeitet habe oder um live ein Projekt zu rendern, aber selbst das ist halt wirklich kompliziert. Erstens brauchst du eine wahnsinnig stabile Internetverbindung und dann läuft selbst mit der nichts so wirklich flüssig. Ja, das MacBook ist halt das genaue Gegenteil. Ja, ich nehme es mit, alles läuft erstmal. Ich kann riesengroße Projekte mitnehmen, öffnen, die rendern auf dem MacBook vielleicht nicht so schnell, aber trotzdem kann ich alles live bearbeiten und man kriegt von allem auch
direkt und sehr schnell einen Eindruck und das ist unfassbar nützlich. Ja, dann fragt der Kunde noch, warum haben wir da Bending hier und warum sieht das so pixelig aus? Weil natürlich hast du auch niemals die gleiche Qualität, die da unten durchkommt natürlich. Ja. Gerade wenn man wie Rudi im VFX-Bereich unterwegs ist, braucht man halt auch viel Speicher für die Grafikkarte. Was ist so das meiste, was da gerade geht? Was kriegst du für Grafikspeicher rein in so eine Grafikkarte? Das Einzige, was das irgendwie toppen kann, sind die Nvidia A100 mit 80 GB VRAM, aber da kostet auch eine Grafikkarte, ich glaube, so 12.000 Euro. 12.000 Euro für eine Grafikkarte? Selbst wenn ich so eine wahnsinnig teure Workstations hätte, mit mehreren GPUs, es gibt solche Workstations. Ich könnte das MacBook einfach mitnehmen, meine Projekte da drauf laden und die Projekte würden auf jeden Fall öffnen. Und das geht mit gar keinem anderen mobilen Gerät, denn das meiste an VRAM in Notebooks ist noch mal viel weniger. Frage an der Stelle, verkaufst du jetzt deine Workstation und steigst du auf das MacBook um oder wie sieht's aus? Also die Workstation verkaufen werde ich nicht. Aber das MacBook ist eine wahnsinnig wertvolle Ergänzung. Man muss auch dazu sagen, dass ich es total schätze, unter macOS zu arbeiten. Vor allem unter Apple Silicon ist da so eine, ich sag mal, Snappiness da. Alles passiert direkt. Also natürlich lädt das MacBook. In der Vergangenheit habe ich schon so oft erlebt, dass man manchmal auch nicht so genau weiß, warum macht dieses oder jenes Programm jetzt etwas und braucht dann einen Moment für. Ich habe das Gefühl, dass unter macOS und vor allem unter Apple Silicon diese Momente weniger geworden sind. Auch spannend, weil das gar nicht unbedingt vergleichbar ist, wenn man nur Benchmarks und Renderzeiten vergleicht, weil das eher so ein Gefühl ist, wie sich das Betriebssystem, die Programme anfühlen. Das war natürlich auch der Grund, warum ich auf den Mac Studio gewechselt bin. Ja. Das MacBook könnte tatsächlich in manchen Hinsichten auch den Mac Studio jetzt ersetzen, weil ich damit mobil arbeiten kann, es mit herbringen kann, hier andocken kann und alles, die gleiche Workstation überall unterwegs habe. Gerade mit den 128 GB Unified Memory, muss man sagen, hat der Mac Studio schon noch seine Daseinsberechtigung. Mhm. Gerade für größere Projekte, er hat auch etwas höhere Performance, muss man auch sagen, aber das MacBook kommt dem schon sehr nahe. Quasi so ein Mac Studio to go, könnte man sagen. Und dabei darf man auch nicht außer Acht lassen, dass es ansonsten auch ein richtig gutes Notebook ist. Also mit einem sehr guten Mini-LED-Display, mit richtig guten Lautsprechern. Alles in allem kann man sagen, das ist aktuell wirklich das beste Notebook, was ich mir für meine Arbeit nur vorstellen kann. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich finde es einfach super beeindruckend zu sehen, wie ein Laptop in einem Bereich, der so rechenintensiv ist, trotzdem eine Daseinsberechtigung findet. Dass ein MacBook Pro für mich als Video-Creator, der mit Final Cut Pro arbeitet, ein Traum ist, das habe ich schon oft genug erwähnt. Und auch, dass die neuen Apple-Chips meine Art, mit dem Gerät zu arbeiten, stark verändert haben, auch das ist kein Geheimnis. Aber zu sehen, wie Rudi diesen Laptop bei sich in den Workflow für VFX-Arbeiten integriert hat, das finde ich einfach super spannend. Das ist auch genau das, was ich am MacBook so schätze, dass ich überall mit der vollen Leistung arbeiten kann und so komplett egal, wo ich mich gerade befinde, meine Projekte kreativ umsetzen kann. Und dass das jetzt bei Rudi eben auch möglich ist, finde ich einfach nur klasse zu sehen. Schreibt gerne mal eure Gedanken dazu in die Kommentare und vielen Dank an Rudi und auch an Felix, dass die beim Video mit dabei waren. Abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.